Hi zusammen, herzlich willkommen auf dem Natur- und Technik-Kanal Amazing Nature Alpha. Ich halte hier das beliebteste Stativ 2020 wahrscheinlich in den Händen. Ihr habt mich immer wieder gefragt nach dem Tingteek Pyramid, warum ist das bei Amazon nicht mehr zu kaufen? Und ich habe euch dann meistens eine Antwort reinkopiert, die ich ganz vielen anderen auch zurückkopiert habe. Und die war nämlich folgendermaßen, ich habe mit Tingteek dann gesprochen, was ist los mit eurem Stativ, warum kommt da nichts? Und Tingteek hat dann mir gesagt, hey, wir schicken dir demnächst sowieso ein neues. Wir haben ein ganz neues Modell rausgebracht, das ich euch jetzt heute vorstelle. Und dabei handelt es sich um das Tingteek Wing. Und in dem Zuge haben sie eben gesagt, dass sie Probleme hatten mit dem Labeln bei der Verpackung. Sie haben da aus Versehen was verwechselt. Das heißt, sie haben den ganzen Bestand bei Amazon wieder zurückrufen müssen, haben das jetzt umgelabelt. Und dann werden sie wahrscheinlich dann am 20. November alles wieder auf Amazon haben. Wenn ihr das Video seht, dann scheint es grünes Licht gegeben zu haben von Tingteek. Alle Infos findet ihr unten in der Infobox und da entsprechend dann auch die Links. Und es gibt einen Rabattcode. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt verlinke oder ob der automatisch bei Amazon hinterlegt ist. Da müsst ihr mal schauen. Dieses Stativ soll 10% bis Ende des Jahres bekommen. Aber jetzt fangen wir mal an mit den Fakten. Das hier ist das Tingteek Pyramid. Eines der beliebtesten Stative und ich sag's euch ganz ehrlich, mein Lieblingsstativ im Jahr 2020. Dieses Stativ kann bis zu 20 Kilo oben auf den Kugelkopf packen. Es hat den besten Kugelkopf, der irgendwie aus China kommt derzeit. Also das ist ja ein etwas hochpreisigeres Stativ. Wir reden hier von 350 Euro. Das wäre dann wahrscheinlich bei einem deutschen Hersteller bei 1000 Euro ungefähr. Aber es ist eins der stärksten Stative. Es hat 32 mm Carbonbeine gehabt und ist halt für wirklich anspruchsvolle Landschaftsfotografen, die ein bisschen mehr Geld in der Tasche haben. Aber das ist nicht alles, sondern jetzt kommt das Tingteek Wing. Und das Wing ist wieder ein Stativ ohne Mittelsäule. Das ist das Highlight dabei. Also es geht heute nicht um ein Standard-Reisestativ mit Mittelsäule. Was hat die Mittelsäule eigentlich für einen Vorteil? Die Mittelsäule hat für mich eigentlich den einzigen Vorteil, oder es gibt zwei Vorteile. Wir können die Mittelsäule-Stative meistens zu einem Einbein-Stativ umbauen. Und dann ist es eben bequem, dass wir die Mittelsäule auch demontieren können und oben auf das Einbein schrauben können, sodass wir eine angenehme Arbeitshöhe haben. Das ist eigentlich der Hauptvorteil der Mittelsäule-Stative. Ansonsten haben sie eigentlich kaum Vorteile, außer dass man vielleicht ein Quäntchen mehr Höhe hat, aber da hast du immer das Problem, dass halt ein bisschen Wind schon dazu ausreicht, dass die Kamera verwackelt. Also ist es meistens nicht richtig einsetzbar. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Mir, dass der Wind die Kamera... Genau, danke, danke, danke. Wenigstens einer, der zuhört. Cooles Outtake. Nee, es war fränkisch, das kann ich nicht reinschneiden. So, und ansonsten haben die Mittelsäule-Stative, ja doch, es gibt noch einen weiteren Vorteil, und zwar, durch dass sie eben die Mittelsäule haben, haben sie insgesamt kürzere Beinchen, in Anführungszeichen, und haben dadurch ein kleineres Packmaß. Ihr seht, dieses Stativ hat ein etwas längeres Packmaß, aber, ich packe es mal aus, ich mache jetzt die Spannung mal nicht so lange, das ist das Tingteek Wing. Eins der spannendsten Stative im Jahr 2021 dann. Was es kostet, weiß ich noch gar nicht heute. Also ich hoffe, dass wir hier unter 200 Euro landen. Das ist ein sehr hochwertiges Stativ und wir haben wieder den beliebten Kugelkopf drauf, der aber diesmal etwas schlanker ausfällt als beim Pyramid. Also der hat ja einen wirklich sehr stabilen Kugelkopf gehabt, der bis zu 20 Kilo aufnehmen kann. Dieses Stativ verspricht 8 Kilo und das soll jetzt eben mehr den Wanderer ansprechen, ja, der damit auf die Berge kraxelt. Und das Stativ, kann ich euch schon mal sagen, ist eins der leichtesten in dieser Größe, die ich je in den Händen gehabt habe. Mich filmt momentan die A7S III und da ist eben drunter das K&F Concept Stativ mit Mittelsäule. Eins der beliebtesten Stative auch auf YouTube. Wurde ich auch immer mal wieder danach gefragt, weil die sehr schnell ausverkauft waren. Das habe ich bis jetzt dabei gehabt und das ist eins der besten leichten Wanderstative. Das passt perfekt neben den Rucksack. Aber diese Stative mit Mittelsäule haben eben den Nachteil, dass sie eben von der Kopfbasis, ja, wenn ihr das jetzt mal so seht hier, diese Kopfbasis, die ist bei den Mittelsäulenstativen, weil ja die Mittelsäule auch noch reinpassen muss, viel dicker. Das heißt, wir haben hier so ein Stativ, sie fallen zwar dann etwas kürzer aus, also ungefähr so viel, ja, aber wenn ich, schaut mal, wie wunderbar dünn das ist ja echt genial. Wenn ihr das mal anschaut, also das hier ist der Durchmesser
ich glaube 7 Zentimeter oder was das bloß sind, das kann ich fast mit meinen Pranken umgreifen. Ja? Und das ist halt der Vorteil, wenn ihr keine Mittelsäule habt. Ihr habt ein total schlankes Maß, was schwuppsdiwupps in irgendwelche Rucksäcke reinpasst. Das muss gar kein Profi-Rucksack sein, weil das halt einfach so schlank ist. Und jetzt kommt der Hammer. Ich dachte, das Stativ, was gerade eingeblendet wurde von Kind of Concept, kann im Gewicht gar nicht unterboten werden. Also ich glaube, da sind wir bei 1480 Gramm gewesen. Und das hier schafft es halt wirklich auf 1420 Gramm oder so mit Stativplatte, mit dem Haken, den ich schon drunter montiert habe. Also ihr seht hier unten, da ist ein Lastenhaken montiert. An den könnt ihr natürlich das Stativ beschweren, vor Ort mit einer Tüte, mit Steine drin oder sonst irgendwas. Im Urlaub habe ich das öfter mal gebraucht, da habe ich dann meinen Rucksack dran gehängt. Und alles das hatte ich montiert und bin trotzdem nur auf 1420 Gramm gekommen. Also ein super leichtes, sehr stabiles Stativ, was einen sehr guten Eindruck macht. Und vor allem, jetzt kommt das Highlight, dieses Stativ, typisch Tingtig, muss man dazu sagen. Also die machen ja echt Stative, wo man rundum zufrieden sein kann. Also auch das Landschaftsstativ, was ich euch letztes Mal vorgestellt habe, dieses Pyramid, da ist ja an alles gedacht worden, ja. Und so auch dieses. Wir haben wieder dreimal Moosgummi zum Angreifen, ja, in kalten Wintertagen. Wunderschön, müsst ihr nicht immer überlegen, welches Bein ihr anfasst. Ihr habt immer das Warme in der Hand, wunderbar. Dann haben wir hier wieder einmal die Drehverschlüsse, wie wir das gewohnt sind von einem normalen Stativ, ja. Aber, was mir besonders gefällt, wir haben hier wieder Spikes, die wir montieren können. Das hat zum Beispiel das Canf, was ich gerade eingeblendet habe, hat es nicht. Ja, da haben wir nur die Gummifüßchen. Und hier kann ich das abschrauben und dann kann ich hier wieder die Spikes montieren. Genauso wie ich das beim Pyramid auch machen kann. Also es gibt ein kleines Säckchen, was da dabei liegt. Da sind Karabiner dabei, da sind Haken dabei. Wir haben sogar hier wieder ein Viertel Zollgewinde seitlich dran. Ja, da können wir einen Magic Arm dran befestigen mit irgendeinem Filmmonitor oder so. Ja? Also hier ist auch wieder an alles gedacht worden. Und wie gesagt, das ist natürlich perfekt für Landschaftsfotografen. Spikes, da ist auch wieder dran gedacht worden. Das Stativ ist, wie wir das kennen, aufgebaut mit solchen Rastverschlüssen, die wir so rausziehen. Die bleiben dann draußen und dann können wir das Bein erstmal bis auf Bodenposition natürlich anheben. Das ist auch ein Nachteil von Stativen mit Mittelsäule. Da ist immer die Mittelsäule im Weg und wenn ihr die hochschiebt, ja, dann ist die Kamera nicht mehr bodennah. Aber hier könnt ihr das Stativ eben absolut bodennah legen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Ja, ich will nicht zu viel erzählen oder nicht zu viel Zeit verschwenden. So könnt ihr bodennah fotografieren. Ja, das ist halt auch immer ein super Vorteil der Stative ohne Mittelsäule. Der weitere Clou bei diesem Stativ ist, Tingtig hat versucht, einen Kompromiss zu finden zwischen einem Stativ, was eigentlich keine Mittelsäule hat, trotzdem auf eine gesunde Höhe zu kommen. Und das haben sie geschafft, durch dass sie die Beinsegmente etwas stabiler gefertigt haben. Ich glaube, das sind 26 mm. Wie gesagt, bei dem Pyramid haben wir 32 mm Carbon. Das ist wirklich fast schon Sonderanfertigungsniveau. Und wie gesagt, hier sind die einzelnen Segmente etwas länger gebaut, damit wir trotzdem, wenn wir das brauchen, auf eine angenehme Höhe kommen, die aber dann trotzdem stabil ist. So, also, ich bin 1,93 Meter groß und das Stativ geht mir hier bis, ja, kurz unters Herz, sagen wir mal, ja. Und das ist wirklich eine saubere Höhe für so ein Travel-Stativ, wo man wirklich sagt, das hat ein Gewicht wie jedes kleine Wanderstativ mit Mittelsäule. Und wir kommen trotzdem auf diese Höhe. Wenn ich die Mittelsäule ausfahre bei dem Travel-Stativ von KNF, was mich jetzt gerade filmt, dann komme ich ungefähr hier hin. Aber wie gesagt, das nützt ja nichts, wenn da oben die Kamera wackelt wie Espenlaub. Ja? Also, eingefahrener Zustand wäre ich dann irgendwo hier bei dem anderen Stativ. Wohingegen das gute 20 cm oder 15 cm von Haus auf schon mal höher kommt und das ohne ausgefallene Mittelsäule, was ja immer so ein bisschen der Feind der Stabilität ist. Also, große Klasse. Und wir wollen jetzt mal schauen, was der Kugelkopf leistet. Das schauen wir uns jetzt ein bisschen näher an, denn der Kugelkopf vom letzten Mal, da habe ich ja geschwärmt davon, wenn wir ein Makroobjektiv drauf haben und die sind ja extrem, also die zittern ja oder sind sehr zitteranfällig. Und wenn wir dann klemmen, hat sich das Makroobjektiv fast null verstellt. Das ist ein riesiges Qualitätsmerkmal bei Kugelköpfen. Wenn ihr einen billigen Kugelkopf habt und ihr klemmt euer Makroobjektiv, dann wird das immer so ein bisschen verschoben dabei. Und ein Qualitätsmerkmal von Kugelköpfen ist eben, dass wenn man die Kugel klemmt, dass es ausgerichtet bleibt. Nun ist das ein kleinerer Kopf wie beim letzten Mal. Ich bin gespannt, ob er diesmal genauso stabil ist.
Okay, schauen wir uns nochmal, bevor wir hier den Wackeltest machen, die Details von dem Kugelkopf an. Also er ist exakt das kleine Kind vom Pyramid-Kugelkopf. Wir haben hier wieder einen drehbaren Kugelkopf, wie wir das von allen Kugelköpfen auf dem Markt gewohnt sind. Wir haben hier zwei Aussparungen, um die Kamera auf 90 Grad zu kippen. Der Clou bei diesen Kugelköpfen ist hier die Lasteinstellung, die ihr auf dieser Seite seht. Also damit kann ich sagen, wie schwer meine Kamera ist. Ihr seht das, ich habe es momentan so eingestellt, dass die Kamera nur langsam runterfällt. Ja, schaut euch das an. Und wenn ich jetzt eine schwerere Kamera drauf hätte, dann würde ich diese Last einfach etwas fester einstellen, sodass die schwere Kamera mir auch nicht einfach nur so nach vorne runterkippt. Das ist der Clou dabei. Ein weiterer Clou von dem Kugelkopf ist hier oben die Panoramaschwenkfunktion. Die meisten Kugelköpfe verzichten darauf und die sind so konstruiert, dass ihr nur unten schwenken könnt. Das hat den Nachteil, dass wenn ihr die Basis unten nicht genau ins Wasser gestellt habt und ihr würdet jetzt die Kamera gerade ausrichten, weil ihr ein Panorama macht und ihr schwenkt dann nach da, dann schaut mal, was auf einmal mit der Kamera passiert. Die hängt dann irgendwann so, weil ihr die Basis unten nicht ausgerichtet hattet. Und da ist Tingtik auch immer sehr stark. Die bieten nämlich an, dass hier oben die Kopfbasis eine Panoramaplatte hat. Ja? Das heißt, wir richten hier die Kamera gerade aus, öffnen dann nur die Kopfbasis und schwenken das Panorama auf der Kopfbasis. Ja? Schaut euch das an. Und die Kamera bleibt immer kerzengerade, weil sich hier oben die Basis verstellt. Und das ist natürlich ein super Tool, was die anderen Hersteller auch nicht haben. Und ja, das ist halt Vorliebensache. Entweder braucht ihr das oder ihr braucht es halt nicht. Und manche brauchen es auch nicht und wollen es trotzdem haben, wie das halt immer so ist. Okay. Gut, was gibt es noch zu sagen? Standardmäßig zwei Wasserwagen, eine Libelle hier hinten drauf. Ich schwenke hier mal rum. Also eine hier hinten drauf. Und die andere Wasserwaage ist dann oben in der Stativplatte drin. Hier könnt ihr die sehen. Da ist die zweite Wasserwaage. Das ist ja soweit absolut Standard. Okay, jetzt sind wir beim Stabilitätstest und jetzt sind wir mal gespannt, inwieweit der Kopf sich verspannt, wenn ich jetzt hier mit diesem Makroobjektiv, ich bin so nah wie möglich rangegangen, dass wir den Zittereffekt so groß wie möglich haben. Okay. Die Hagebutten sind jetzt leicht vom Wind bewegt. Ich hoffe, dass sie jetzt ein bisschen stillhalten, damit ihr eine Einschätzung habt. Ich kann jetzt auch nicht garantieren, wenn das ein bisschen wackelt. Das kann auch daran liegen, dass jetzt ich hier eben das Stativ ganz ausgefahren habe. Ich versuche möglichst gleichmäßig diesen Knopf zuzudrehen, damit ihr live jetzt, ich schalte den Film ein oben, damit ihr live dabei seid, wenn ich das klemme. Okay, Achtung, jetzt klemme ich. Achtung, jetzt. Und es ist, wie wir es gewohnt sind. Ich habe jetzt den Kugelkopf ganz feste angezogen und das Makroobjektiv hat sich überhaupt nicht bewegt. Ich kann es ja nochmal machen. Ja, das Zittern kommt jetzt von mir, wie gesagt, hier. Ich klemme jetzt hier das Makroobjektiv und die Hagebutte ist danach genauso am gleichen Fleck wie davor. Ist jetzt vielleicht ein blödes Objekt, was ich mir ausgesucht habe, weil es ein bisschen luftig in den Höhen hängt. Ich hätte jetzt vielleicht einen Stein oder so nehmen müssen. Aber ist jetzt mal gleich. Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist wirklich genauso wie beim anderen Kugelkopf. Also das ist das Qualitätsmerkmal von diesen Tingtik-Stativen. Und ich bin heilfroh, dass endlich die Dinger wieder lieferbar sind. Denn die waren so beliebt, die sind so gut bei euch eingeschlagen, dass ihr mich ständig genervt habt, wo denn diese Stative sind. Und ich konnte dann Gott sei Dank jetzt hier Informationen liefern. Alle Links, die entscheidend sind für euch und für den Kauf und wo ihr sie bekommt, findet ihr unten in der Infobox. Mir hat es gefallen, euch das zu zeigen. Euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.